Gage Champions dabei. Ich kann reingehen und dann so Shenlong mit drauf haben, Leona und Gage und wechseln Geld. Also wir haben gute Playmöglichkeiten. Wir müssen definitiv für Botlane arbeiten. Ne? Ich glaube, wenn ich Single-Camps mache, kann ich halt mir leisten, den Punkt den eh nicht zu machen. Im Early Game. I will master the dragon spirit. Oh, oh, die, die. I will master the dragon spirit. Oh, die, die. Gucken wir mal, ob wir hier eine Invade vor uns finden. Ist eine Kindred. Möglich wäre es definitiv. Wenn sie mit Bloodbuffer ankommen würde, hätten wir ein kleineres Problemchen. Ah, sieht gut aus. The dragon must be unleashed. So, hat sich Level 3 Botlane Gank gewünscht. Level 3 bin ich da. Aggressive. Aggressive. And we win. Gott, aufpassen, ne? Ich hab keine Ahnung, wo Kindred ist. Wenn du unter Moved, könnten wir es vielleicht sogar contesten. So, noch die 50-50-Flip gewonnen, Leute. Botlane versus Blood. Meine Kaiser, meine Leona sind sehr aggressive and I like it. Kindred kann eigentlich nur Toplane sein, damit da habe ich glücklicherweise halt zwei Camps genommen, sodass sie nicht viel zu Counter-Jungle hat. Wir sehen Kindred, sie ist Level 4, sie hat gefull-cleared. Geht man auf die Szene aktuell Godwinger twitchet oder geht man lieber Eclipse? Eclipse, oder? Meine, mir ist wie Eclipse. I must stay disciplined. Warum denn Godwinger? Ist doch langweilig. Eclipse gibt doch Ability Haste jetzt. Ah, das ist so geil für unsere Botlane. Und Midlane ist fast dead, aber überlebt. Fast dead ist nicht tot, fast dead ist am Leben. Wir machen einen schnellen flotten Toplane-Gank, bevor... Botlane ist nicht mehr am Leben, Botlane ist jetzt sehr fucked auf der Web. Weil Typ Level 6 ist, darf ich das? Wait, er hat gewonnen? Legend. Goddamn Legend. Hive sind... Ja, wir spielen Botlane auch nicht. Ich meine, wir haben eh Shen. Der wird gegen Mordekaiser mit der Zeit so oder so verlieren. Und ab Level 6 können wir da oben eh nicht ganken. Und Mordekaiser hat einfach respected. Wir haben ein Play, bevor Level 6 wird. Er respektet schon wieder. Okay, jetzt ist gleich Level 6 ICB. Diese Krabbe wird halt markiert. Sie hat eigentlich theoretisch in beiden Lanes Pressure. Wenn ich die nehme, ist es sehr illegal, aber ich werde es tun. Mein Yuka hat schon 10 Minuten lang delayed. Might as well. Another one. Eigentlich, wenn sie klug ist, macht sie einfach Drake, damit ich mich Toplane auf dem Ward zeige. Aber ich kann immer das Mark denyen, ist auch was wert. Ah, oh, das wird nix.
hab kein Smite. Sucks. Aber hattet beide Lane Solo Lane Pressure und ich bin auch nicht stärker. War noch nicht Base. Meine Power Spikes sehr delayed. Wait, ich kann ja gar nicht Boots kaufen. Neu. Da ist noch gut. Aber wenn wir später ins Game zurückhelfen können. Trust. Meine XP-Reichweite laufen von der Wave. Ohne uns zu zeigen, ist vielleicht nicht bad. Da boah, mein. Das sind die zwei Territorien, wo ich bin, aber nur wenn sie auf Midweb geguckt haben. Würde mich nicht wundern, wenn Mrs. Kindred das gesteelt hat. Die Top-Sides, aber ich werde auch gar nicht dahin gehen. Werde Level 6 mir holen oder einfach Botlane gehen und Drake spielen. Fuck meine Top-Side, wir haben den Shen. Top-Side kann sie gerne klauen, ich werde den Drake versuchen zu bekommen. Früher oder später. Vex droppt gerade eine Midwave für einen wilden Gankversuch. Nicht so geil, ist aber kann jetzt direkt hinterher move. Wir würden. Eigentlich muss ich Vex zurück zur Mitte eskortieren. Dann kann die so easy abgefangen werden, wenn sie die Wave so droppt. Nur gut, ob dein Pinkboard drin ist. Das Gefühl, dass hier ist highly illegal. Ari moved schon wieder. Nice. Es ist ein goddamn Flip, aber ich meine, Kindle macht halt locker Topset-Krabbe und dann nach Harold und ich will nicht in der Zeit komplett AFK sein. Und nichts machen. Es ist sehr easy für die Topset zu gehen. Ja, nicht wirklich ein Play. Vielleicht Level 6 Botlane auf Zillion. Never again will arrogance lead me astray. Oh, brauche ich die nicht, aber danke, Bro. Vielleicht habe ich es gebraucht, actually. Not sure. Jetzt brauchen wir es auf jeden Fall, Leute. Da ist er. Da ist easy Double Kill für die. Hat noch ein Dash. Wir wollen später Kurve, das ist gut. Aber es schafft sie trotzdem. Jetzt hat sie 9 Dash. Da ist Bloat. Cheat, Mate. Sie hat aber auch wirklich sehr, sehr spät erst Dingens gefarmt. Harold. Direkt Toplane spawnen. Leute, ich glaube, wir werden wieder zurück zu unserem AFK-Playstyle gehen mit Farming. Wenn unsere Gangs nicht funktioniert, dieses Game. What the fuck just happened? Xbox Social, was habe ich gedrückt? Das ist online. Ich kann nicht drücken. Was zum Fick ist Xbox Social? Warum kam das gerade auf meinem Screen? Huge Steal. Kann ich einfach reingehen, ich bin tot, wenn ich das zu tief mache. Ah, erste Wiederbelebung von vielen. Huge. War nicht tot, Vex hat's gesmurft. Well played, Vex, good job. Not bad. Can win. Spannendes Game hier in der High Elo Flex Q.
Damit bin ich die Kane. Banger, banger. Goldmaker fertig. Wir haben einen Drachen. Wir sind 4 Killbeteiligungen. Die Kinde steht 0-2, aber sie hat sehr gut gefarmt. Ist auch nicht wirklich schlecht dabei. Warum hat sie Top Lane 5 Platten genommen? Mit dem Herald und dem Mordekaiser. Der Midlaner ist 2 Level behind und er wird noch nicht wirklich ins Game zurückfinden können. Also die Ahri wird sehr, sehr OP sein. Das lässt sich nicht mehr ändern, diese Runde, würde ich sagen. Aber Vex kann später immer noch die Dashes von Ahri vielleicht ja an ihrer Effizienz halt beeinträchtigen. Was auch sehr gut sein kann. Ich dachte nicht, dass sie noch Ult hat. Muss ich aufpassen, wenn nicht Jinx-Snipe werden, ja, tatsächlich. Mordekaiser war auch noch hier. Rough, Leute. Das ist ein Camp. Hätte ich direkt basen können nach dem Mitte Play. Wenn man Arisol bekommt und überlebt, aber. Ja, wir haben ein Camp. Mordekaiser hat Gromp gefarmt dann noch. Ich hier AFK bei Wölfe rum. Ich hätte lange basen können, 10 Mal. Naja, wir sind Jungler. Könnt's auch ohne Rico hochheilen, I guess. Wirklich Killpressure auf den jungen Mann. Müssen wir Botlane spielen. Kaiser stark. Das ist gut. Kino hat noch erst 2 oder 3 Marks. Sie maximal. Vielleicht nochmal gucken. Ich weiß, ob sie gerade einen Champion markiert hatte. Vor der HP. Wir sind ein Jungler, ne? Ganz klassisch. Botlane gehen und versuchen zu countern, was immer da passiert. Can maybe take the kill, ja. Yeah. Was bedeutet, dass er nach oben flasht? Oh gut, ich stand über ihm, dass es nicht wirklich ging. Nice, schöner Kill. Ich glaube, bitte fällt mal Topside-Camp zu geben, Drake. Kein schlechter Trade von Shen unterm Turm. Mega nice. Oh, shit. Er wurde geultet am Ende. Objective Bounties are available soon. Only I can endure the dragon's fury. Der ist einfach dort geresettet. Ja, wir können easy gewinnen, wenn wir Botlane spielen. Wir haben auch einen Drake bereits. Wenn ich unbedingt mehr als das bekomme, mal sehen. Nice. Und Drake wird das nächste dann noch machen. Wenn es geht. Carol ist da auch nice. Glaub nicht, dass ich sie gebraucht habe, aber ne, just making sure nicht, dass ich irgendwie jemand übersehen habt von den Gegnern und auf einmal werden wir hops genommen. Midlane durchpushen nach bestem Gelingen gemeinsam. Bottom kriegen wir vielleicht sogar noch mit Bounty. Das wäre geil. Ahri ist da. Das ist nicht ganz so gut für unsere Botlane. Wir spielen jetzt gegen Ahri, aber die ist fett. Ja, das darf ich wahrscheinlich nicht machen, einfach so. Geil. Schöne Wex-Kombo. Unsere Nase kratzen. Meine Güte, spielen wir das geil mit Botlane. Botlane spielt das sexy. Dann haben wir nicht ganz Sinn bekommen, aber that's okay. Vielleicht können wir jetzt sogar noch langfristig den Drake bekommen. Ich glaube, wir dürfen. Ich glaube, wir dürfen. Ich glaube, wir dürfen. Es sind 2 Leute tot. Kino hat keine Ult, wenn sie kommt. Das ist geil. Alles entspannt, alles entspannt. Nice, Jungs. Lads, Boys, Lads and Ladies, geil, ey. Gute Place, gute Stimmung. Objective Bounty ist weg. Knappes Game, wir haben 2 Drakes und Sidekills jetzt vorne, ist aber einiges an Platten behind. Auch an Farmen, Mitte und Top Lane vor allem. Aber sind wir Botlane Farm ahead?
Im Jungle sind wir auch Farmer 1, so ist es nicht, ne? Ich hab ja Gangs priorisiert. Was auch bisher ganz okay funktioniert hat. Mordekaiser hat meine Camps geklaut oder war das Kindred? Ja, ich hab einfach nur Q gemisst, lol. Ich würde super gerne mein Giant-Item finishen und resetten hier. Ich kann nicht gewinnen. Ja, jetzt wird Siege der Framp, ist nicht besser. Wenn wir dann nach Seelenult kommen, auch nicht besser. Gott, ist so gut, I guess. How did she win? Wir werden es niemals erfahren, weil wir nicht ins Deathframe gucken können. Ah, ich kann nicht mehr. Gutes Ignite. Wird sie da vorhin? Ich heb die Schere. Oder so. Meine Q ist gemisst, ich musste über die Traps rüber jumpen, deswegen konnte ich nicht da langlaufen. Weil da noch Chompers waren. Wir haben zwei Drakes, wir haben stark für Botlane gespielt. Wir können gewinnen. Unsere Kaiser ist auch am aufpoppen. Jetzt noch mit Mordekaiser Shields, Shiny Shield oben drauf. Jetzt. Weil wir am Botlane loben, wenn sie gedouble killt. Fuck. Ah, ich miss keine Q gemisst. Ich hab alles von denen gesidesteppt, aber ich habe auch meine Q am Ende gemisst, war mich traurig. War auch nicht, glaube ich, Tabis sehr dringend. Nicht Tabis, Smurks. Seelen, Ari. Brauch halt noch 100 Gold für mein Item, deswegen stay ich hier die ganze Zeit so greedy. Wenn auf gar keinen Fall jemals Rap-Buff nehmen, also Kaiser hat 2,5 Items, die kriegt auf jeden Fall Rap-Buffs. Ich brauche noch ein Camp, dann habe ich mein Item. Reicht ja absolut aus. Es ist spannend. Die Lads Boys, Lads Ladies sind ja im Aufspielen. Aber Kaiser, du kannst auch gerne alle Camps farmen, ne? Du kannst einfach alles farmen auf Bordzeit. Wenn jetzt deswegen Kindred das Markt bekommt, weil ich dir die Camps lassen wollte, dann ist nicht gut. Oh, da gehen wir helfen. Wir geben Harold ab, wenn die den haben wollen. I don't give a fuck. Huge! Jinx Rocket? Wir brauchen ein bisschen MR hier. Ich dachte, ich recall a daughter, aber I didn't. Okay, Nash spawnt gleich, das heißt der Harold despawnt. Mal gucken, ob die noch rechtzeitig geschafft haben, die Gegner. Ich würde mal nicht davon ausgehen. Leider eine scheiß Inferno-Map, sodass mein Shiggy debufft ist. Ich bin nicht ganz so schnell unterwegs, weil zu wenige Camps zu farmen sind. Ich habe 1,5 Items. Ne, ich habe 2,5 Items. Sie hat 1,5. Leona ist hier probably einfach dead. Gut, dass er nicht geultet hat. Müssen wir mal gucken, wie wir Nash contesten können. Dann werden wir definitiv Shenlong jetzt gleich brauchen. Okay, die machen scheinbar kein Nash, sondern einfach Top Wave und Mark. Keine Warjumps mehr danach. Maybe we'll just get out here. Oh, die TP'd. Wer danach Mordekaiser Ult Channel brauchen. Dringend. Kaiser ist probably einfach dead. Weil ich keine Channel hatte. Aber ich guess das Ding, das sieht nicht gut aus jetzt. Oh no, die werden Nash kriegen. Und wir können niemanden killen. Sehen und Dingens. Pentakill? Ah, die wollen Pentakill lassen, aber nicht ganz. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Oh oh, Leute. Oh oh.
Junge. Ich danke dir, B-Fiend. Vielen Dank für die 5 Subgrips, Mann. Danke dir, mein Dude. Vielen Dank für deinen Support. Ich bin reingedasht, aber das Ziel, das ich getreten habe, kann halt Kindred und Seelen-Ult bekommen. Wir haben jetzt letztendlich einen Gegner Nash gegeben, wenn wir für Dingen spielen sollten, für Drake. Aber Kaiser wurde halt geultet, wir mussten den Fight nehmen. That's not good, Lads. That's really not good. Weil die machen gerade alle noch Nash, oder? Vielleicht schaffen wir den Drake sogar, oder wie lange? Also, die müssen mit Nash eigentlich schon fertig sein. Bin verwirrt. Die haben 1 für 4 getradet. 1 für 5, die Gegner. Und die haben nicht genasht, oder was? Die haben gedraked! Das ist ja super. Dann ist alles entspannt. Dann machen wir jetzt einfach einen geilen Teamfight direkt nochmal. Den nehmen wir mit nach Hause. Shenlord in 30, dann machen wir das. Navuri ist fertig. Das Ding ist halt, es ist irgendwie... Also wahrscheinlich ein guter Lee Sin-Spieler würde trotzdem Windows finden, aber ich finde es sehr hart, hier jemals reinzugehen. Mit Mordekaiser ultet, ich habe Probleme gegen Aritont und Everfrost, ich habe Probleme gegen Seen, Chompas und die ganzen Wiederbelebungseffekte. Sind ja quasi nochmal stark, selbst wenn ich jemanden getroffen habe. I don't know. Hart, Windows zu finden, finde ich. Ob das Bill Gates genauso sehen würde, weiß ich nicht. Aha, Wortwitz. Wir haben eine Menge Pressure Botlane. Wir können nicht rein, so. Wir haben Channel, aber wir müssen eigentlich über Mitte, wenn dann gehen. Oh, Ari. Mach vielleicht ein Playoff X. Alles okay. Ich hab mehr Angst vor die Nash Force, als wenn sie hier spielen. Wahrscheinlich. Oh, das ist aber deep. Scheiße, Mann. Ich wollte noch die Kindred ziehen und auch noch töten. Ich habe genau gewartet, dass Seelenode ausläuft, aber. Oh, sick von Kaiser. Sick. 2 für 3 am Ende und Shen war nicht da, weil sie Not nicht durchkam. Close, close. 58 Gold. Shutdown. Ein Inde verloren. Ist nicht so bad. Eine Menge Damage hier. Ist lieber raus. Okay, er ist einfach Deadfrog. Oh, that's not good. That's not good. That's really not good. That's really, really, really not good. Frage ist, was machen wir jetzt? Was gehe ich überhaupt für Items auf meinem Champion? Fühlt's. Brauche ich ein bisschen mehr. Brauche aber irgendwann mal Rüstung. Wir einfach durchlaufen zum Nash. Heißt, in der Midwave pusht, wir die Vision währenddessen clearen, wäre super. Wahrscheinlich kann sich um Top-Waves kümmern. Wir können dann irgendwann fast leicht sogar versuchen, selbst einfach Nash zu. Also an die Punkt müssen wir fast schon Nash flippen. Ich hab nicht kaum. What the hell? Wir hätten die ganze Zeit Nash machen können. Ich weiß nicht, wie ich den Tiefwald spielen kann. Ich muss eigentlich Leute catchen, so 5v5 ist nicht in meinem Interesse. Man so lane sind nicht stark genug, um Sideline zu gehen. Um wirklich Sideline zu spielen. Oh, das Chino. Dort ein Ward an der Ecke, oder wie? Ich werde auf wilder Fischjagd. Ich versuche irgendwas an Gegner zu fischen. Bevor die zu 5 geklumpt sind, danach haben wir keine Chance mehr eigentlich. I will atone. Ein bisschen aus dem Areal rausgepressert. Der erste, der einen Fehler macht, wird einfach geari-jumped und getötet. Wenn wir uns rausbrechen lassen auf diese Weise, dann machen die einfach Nash. Doch mal für Kaiser einfach versuchen, durch Midlane zu kommen. Ich meine, die Catcher die ganze Zeit, die machen echt einen späten Nash, aber die könnten jetzt schon lange drauf sein mit Mordekaiser und Co.
Ich möchte eigentlich auch mal Shen hier jetzt. Den K. Das ist wie ganz nice, dann schicke ich. Ich komme einfach davon in den Situationen. Ich kann schnell genug wegrennen, aber wir brauchen Hilfe hier. Dann schon gedeathrampt, das heißt, ich kann nicht Nash wegstealen. Ich guess, wenn wir zwei Kills kriegen, können wir schon glücklich sein. Ja, mehr als das? Gut. Oh, geile Blastmann. Aber die kriegen wir, die kriegen wir. Die müssen den Recoil canceln. Das ist aber gar nicht gut. Ah, ist aber gar nicht gut. Kindle ist auch rausgekommen, die werden jetzt sogar den Drachen bekommen. Oh mein Gott, das ist aber gar nicht gut. Oh mein Gott, Alter. Ari Styling on us. 15 Kills. Kirill kommt raus mit Blast Cone. Ich brauche gefühlt doch noch mehr MR. Oh, die Fork in Melody Mate. Schade, war eigentlich ein ganz nicer Teamfight dafür, dass wir einfach Nash nicht contesten können. Das ist einfach zu tief im Pit. Wir kontrollieren den gesamten Jungle davor und dann ultet zwar auf mich rauf, aber das ist mir natürlich nicht, hilft mir nicht, wenn ich im Deathframe bin. Was soll er machen? Watergazer sperrt mich ein, sodass ich nicht stealen kann, ne? Logisch. In der Deathframe-Dimension gibt es kein Nashorn, das man wegsmiten könnte. Der kann ja gehen als Nashorn und alle Ruhe alleine smiten. Mein Kaiser tut ihr Bestes, um noch irgendwie Damage durchzukriegen, aber it's rough. Wir haben diesmal proaktiv den Gage of Zillen gefunden, bevor der Fight zu Ende war. Also nicht die ganze Zeit gewartet. The heart please, quicken. 1018 Ability Power hat die Ari, Junge. Ja, ich kill dir nicht, es tut mir leid, aber die hat nun mal leider Dingens. Einer tried, aber selbst wenn ich sie kicke, kriegt sie sehen, Leute. Und ja. Ich konnte nicht kicken, weil ich einfach 50 Skillshots davor habe und sie wegdasht. Geh rough, Leute, rough. Ja, selbst wenn sie hier low gehen sollte. Kill und uns, Ding ist ult. Hätte sehen und da. Junge! Junge. Ah, guter Damage zumindest. 9 Sekunden auf mich, aber eigentlich könnt ihr einfach nach vorne rennen, alle gemeinsam Türme hitten, dann Kindred ulten und einfach das Game enden. Aber haben sie nicht gemacht. Ich kann es nicht zu realisieren, dass sie den enden können, ja. Die Kindred sie einfach ulten, können die enden. Ich bin nicht sehr dankbar, dass sie es nicht realisiert haben. Sehr dankbar bin ich dafür. We live to fight another day. Genau, hat Bot der meinen Mark genommen? Wir werden die Chase gehen. Wir gehen auf Jagd. Wir müssen Kills kriegen. Just do it. I don't care. Fucking huge. So, Kick aufbewahren. Jonas ist zwar gestorben, aber das ist okay. Einer der Unverwundbarkeitseffekte ist weg. Direkt nochmal fighten. Komm jetzt Mitte und dann fighten wir direkt nochmal. Beweisen den Kampfgeist. Ja, mir auch, wenn ich da reingehe, ne? Das ist halt sehen. Mordekaiser dahinter. Ich werde gedeathrammed oder sehen ult oder was auch immer. Ich treffe die Q. I can't do shit. Da gibt es trotzdem kein Play für mich. Ärgerlicherweise. Aber vielleicht gibt es ja hier gleich noch ein Play. Ja, es gibt ein Play und zwar auf mich. Ich habe zwar Mercs und More, aber ich bin nicht tanky gegen 15 Kill Ari. Ja, ist natürlich auch ein schlechter Play, aber in life you gotta try something, else it's just lost. Boah, ich sehe kein QSS mehr, aber Mordekaiser ist low. Nice.
Oh, guter Versuch. Aber es ist halt schwer, ne? Aber er macht eine starke Partie. Mit sehr viel Movement Speed und Ability Haste. Honestly, Cosmic Drive sieht voll geil aus. Cosmic Drive hat sehr stark gewirkt. Ja, ich hab ein bisschen disrespected, dies hinzupicken. Aber wir müssen hier Java und Kindred spielen, damit wir Games mitnehmen. Aber wenn die kämen wir jetzt heute Abend nicht. Jetzt haben wir 17 LP verloren oder 11 oder sowas und dafür verlieren wir keine 250 heute Abend. Das ist auch was wert. Ich danke dir, Flakitomix. Vielen Dank für eure Subs. Dankeschön. Vielen lieben Dank für den Support. Danke euch fürs Mitmachen, Latz. Wenn ihr noch weiter Lust habt, würde ich einfach weitermachen. Wenn jemand aber sagt, er hat keinen Bock mehr, ist auch fein. In der Viewer Flex Q und Master Plus. Alle gegen Grandmaster Gegner gespielt. Teilweise jedenfalls, waren Master Grandmaster die Gegner. Nicht schlecht. Aber ist nice. Wir decayen nicht, das ist doch was wert.